Und da muss die Backpfeife sein. Ja. Wie im Kino. Nein, 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 nein. Beruhige. Stimmt was nicht, was vergessen? Stimmt was nicht, was vergessen? Wer ist denn heute das ganze Haus scharf auf mich? Oh. Ah. Du mir nicht Mausilein, sie Schwein! Das ist auch nur mein Mann! Da ist es ja schon wieder, das Stehaufmännchen! Ihnen werde ich helfen! Wer ist denn heute das ganze Haus scharf auf mich? Oh. Ah. Mausileinchen, es ist doch alles nur ein Irrtum. Was, ein Irrtum? Marsch aufs Zimmer! Jawohl, Mausilein. So ist's recht. Mir können alle Männer kreuzweise gestohlen bleiben. Ich habe mich in dich verliebt. Lukas setzt zu einem ihrer brillanten Sprünge an, aber nein, 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 das war nicht die allerbeste, ganz und gar nicht. Jetzt bin ich Gott sei Dank wieder ganz normal. Das ist Folge 51. Drei Ohrfeigen lief am 23.11.1986. Wie kann sich Frau tatsächlich sinnvoll wehren? Welche Möglichkeiten gibt es da? Andrea Hauner ist der Sache auf den Grund gegangen mit zwei Schauspielern, mit Julia Fischer und mit Hubert Mulzer. Und Hubert Mulzer, glaube ich, hat heute noch eine rote Backe. Spontane Reaktion, der Reflex. Hier. Das haben Sie gut gemacht. Sind mir ganz kalte Hände. Die müssen wir mal ganz schön warm machen. Hm? Au! Eine andere ist die spontane Reaktion, der Reflex. Au! Irrst du dich? Tai liebt mich. Dich, Denise, hat er nur benutzt. War dieser Freitag, der 13., ein Tag wie jeder andere. Für alle, bis auf einen. Es war nur so wichtig, dass ich ihn finde. Ich wollte sie nicht anlügen. Es war nur so wichtig, dass ich ihn finde. Darf man sich setzen? Aber gewiss doch. Das ist ein öffentliches Lokal. Hey, noch ein Doppel. Die Statistik behauptet, Frankreich wäre das klassische Land der Noten. Stimmt das? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass man in Frankreich nicht so viele dumme Fragen stellt. Du glaubst wohl, du kannst mich für dumm verkaufen, wie? Oui. Französische Henne. Du Snelda. Auf was hast du gesagt? Du Snelda. So nennen wir bei uns die Gänse, manchmal auch die Ziegen. Hm? Das ist alles deine Schuld, nur weil du Arsch dich nicht entscheiden kannst. Horner!
Bis ich wieder hier bin und in ihren Armen liegen kann, meinen Kopf zwischen ihren cremezarten Schenkeln krillen. Drecksau! Wir sind VIPs. Da drüben. Verdiente Inlandsverkäufer für Pariser. Wirfst du diesem Freibeuter dein Geld in den Rachen und jetzt soll ich ihm auch noch ein... Hast du völlig durchgedreht? Oh. Hast du völlig durchgedreht? Oh. Ein... Bevor du dich endgültig darauf versteifst, deinen ältesten Sohn zu vernichten, bedenke dabei auch die Alternative. Aber Mama, was sagst du da bitte? Aber Mama, was sagst du da bitte? Oh. Au! Oh, was bleibt doch noch eine winzige Sekunde. Aber nur eine winzige. Einen kleinen Augenblick, ich will dir noch was sagen. Oh. Das war's, dafür, dass du mich betrogen hast. Ah, das war dafür, dass ich 3 Stunden auf der Straße auf dich gewartet habe. Oh. Das war's, dafür, dass du mich betrogen hast. Ah, das war dafür, dass ich 3 Stunden auf der Straße auf dich gewartet habe. Sekunde. Oh, hast du schon wieder was ausgefressen? Aber sie holen... Keine Widerrede, verstanden? Hörst du auf, Mama! Oh, hast du schon wieder was ausgefressen? Aber sie holen... Keine Widerrede, verstanden? Schätze, jetzt behandeln sie dich endlich wieder wie einen verlorenen Sohn. Abholen. Ein Selbstbedienungsladen. Ein Selbstbedienungsladen, ja? Ein Selbstbedienungsladen. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Überhaupt! Sie waren ein Nichts für Steven. Sie waren ein Haufen Dreck für ihn. Eine billige alte Nutte, die er flach... Sie haben kein Recht, das zu tun. Sie sind nicht meine Mutter. Warum tut sie es dann nicht? Harry, halt mich noch ein bisschen fest, Harry. Was sollte ich denn tun? Willst du damit sagen, du hattest nur Mitleid mit mir? Nein, ich hab... Beschissener Arsch! Darf ich Sie auf einen Pflaumenwein einladen? So, ja. Ein Duft. Da denkt sie, wer will mir sowieso einen Scheuerlappen vor sich klatschen? Liegt in der Luft. Wie Sie mit Ihrem dämlichen Akzent die Franzose verarmen. Noch eine so eine Frechheit und Sie kriegen alle gescheuert. Mit 1000 Fäden zieht es dich zum anderen. Zimtzicke. Anders kannst du nicht. Mein Akzent geht Sie doch einen Scheißdreck an, Sie Wimmerzahn Minelli. Das ist die große Liebe. Es tut mir so unendlich leid. Unendlich leid. Ist das, ich habe Perlen vor die Säue geworfen mit meiner brillanten Holzzähne, die ganz und gar ihr Ziel verfehlt hat. Sie Kunstbanause. Zu erklären, dass wir einige Beweise haben und dass wir den Fall bis morgen früh aufgeklärt haben. Lana, du hast alles vermasselt. Dieser Bulle Sledgehammer weiß über uns Bescheid. Nein, das ist wirklich unmöglich. Ich hab gesagt, keine Spuren hinterlassen. Rein, raus, kein Theater. Hör auf zu quengeln. Wenn ich einen Mann gewollt hätte, der quengelt, dann hätte ich mir den Finanzminister... Und Bescheid. Ihretwegen. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Ziehen Sie das an. Mit diesen dekadenten bourgeoisen Jacken können Sie sich im Zug bewegen, ohne den leisesten Verdacht zu erregen. Und jetzt übt Ihr amerikanische Kellner zu sein. Welchen Bürger empfehlen Sie uns? Einen Volga-Bürger mit einem Schuss sibirischem Arbeitslager. Aber Genossin, was haben Sie denn? Sie sind zurzeit in Moskau der letzte Schrei. Sie haben recht. Verzeihen Sie mir. Zwei Männer sitzen sich am Schachbrett gegenüber. Wir sind gar nicht so verschieden. Welchen Bürger empfehlen Sie uns? Einen Volga-Bürger mit einem Schuss sibirischem Arbeitslager.
Aber Genossin, was haben Sie denn? Sie sind zurzeit in Moskau der letzte Schrei. Sie haben recht. Verzeihen Sie mir. Das man ja nicht. Und weil Emma über Leichen geht, hat sie ihn einfach abgeklappt. Bericht. Hier in Trowbridge, in der Stadt, in der wir jetzt sind, sollte mal der Weltrekord im simultanen Küssen der meisten Paare passieren, ja. Aber endlich so auf deine gebellt. Du gehst jetzt in dein Bett. 85. Endlich so auf deine gebellt. Du gehst jetzt in dein Bett. Was halten wir davon, wenn ich auch mal zu lange? Wie soll ich das verstehen? Stopp, stopp. Okay, Frau, was soll das denn? Das war der Abdruck meiner Hand. Was Sie da sehen, gucken Sie mal in den Spiegel. Das ist die Größe der Handschuhe, die ich dann noch gerne hätte. Ja. Ich würde sagen, wir haben gestern leicht die Größe, die wir da haben. Ja. Also, denken Sie an Ihr Gesicht. Da ist die Größe drauf. Ja. Nichts, das mache ich, und zwar mit links. Au! Unerhört! Bist du verrückt? Was habe ich denn gemacht? Nein, ich werde dich zeigen, mich zu belästigen. Weißt du, wonach ich mich fühle? Monika! Du kotzt mich an. Du kotzt mich an. Solche Frauen bei uns zu Hause nennt. Lass mich los. Ach, entschuldige. Sie ist mir ausgerutscht. Aber du wolltest Nutte sagen, habe ich recht? Ja, schon gut. Vergiss es. Ihre Figur. Von der Geräusche bis über die Möpse zu den Latschen. Ich liebe Sie, Fräulein Lehmann. Sie sind für mich die ideale Spinatwachtel. Und deshalb möchte ich Sie fragen, wollen Sie mich heiraten? Der Minute ist um! Wie im Kino! Ich hab noch eine kleine Überraschung. Was glotzt du so idiotisch, ha? Aber ich hab doch gar nicht, ich hab doch gar nicht. Hey, mein Wagen! Hau ab, Mann! Da ist doch ja, was hast du beim Kokeln? Ich kann doch nicht so raus. Hast du gehört? Sag nochmal. Sehr schön. Jetzt schlag Maurice. Gut. Was hast du ihm erzählt? Nichts. Doch. Mit dem Sie in Istanbul zusammen waren. Wie heißt er doch gleich? Sie meinen den Jungen, bei dem Sie es nicht geschafft haben. Pfadfinder geblieben, Marlene. Drohen dir unnachsichtlich die Gerichte. Ist eine Lüge. Na, dann bedienen Sie sich. Na? Für wen arbeiten Sie wirklich? Eingebracht, das kenne ich ja gar nicht von dir. Wenn Sie ihn brauchen können. Gründen für richtig halte. Damit wäre ich mal leid. Um Ihres Chefs und Ex-Mannes Bert Ray. Ich muss da bescheuert gewesen sein, dass ich ausgerechnet zu dir gerannt bin. His freshness upset you, don't they? Because Solange, yes, sits on you. Claire sits on you. Claire is here. Clairer than ever. Translucent. Madame, thought she was protected behind her barrage of flowers. To spare. Swelling up. It will burst. It will engulf you. You're me.
monsieur was just a sad little thief. I forbid you. Who bid me? Who? What fun. It is madame who is all forbidden. Her face. Falling apart. Would you like a mirror? Yes. Oh, the mark of a slap. So becoming, more beautiful than ever. Danger crowns my head with light glare, and you are only the dark. Infernal dark, sure, I know that speech by heart. Euch beide heute Nacht gesehen, was oder? Du gesehen hast, ist falsch! Er benutzt mich und dich auch! Du liebst ihn. Gesehen hast, ist falsch! Er benutzt mich und dich auch! Du liebst ihn. Entschuldigung. Stimmt was nicht? Was vergessen? Ach, Martin, schön, dass du kommen konntest. Ich bitte dich, wenn du das Handel einlädst. Das ist übrigens Eva. Hallo Eva, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Martin hat mir schon richtig viel von dir erzählt. Ja? Das kannst du jetzt mal leider verlegen. Hast du das mal gesehen hier? Tja, der war auch nicht von schlechten Eltern, dieser Schlag von Annabelle Bravermann. Und geradezu darauf, dass der Schiedsrichter sich den Abdruck anschaut, aber ich... Au! Du hast doch jetzt den Finger ins Gesicht verteilt, oder? Die hat der Gretzky, die Handschrift. Ja, das war er schon. Wenn ich jetzt eine Frau war, braucht die keine Rouge mehr auflösen. Ich sagte, ganz ausschalten kann man sie nicht. Dafür ist sie einfach zu groß und vor allem zu schlagstark.